Angst fühlt sich nicht gut an. Niemand will das. Jeder will sich sicher fühlen können. Und das ist schwierig in der Welt, in der wir gerade leben. Angst vor Anschlägen, vor Übergriffen, spätestens seit dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin, auch bei uns. Eine große Herausforderung für die Politik, die Polizei. Wie können Sie Sicherheit, die Sicherheit der Menschen gewährleisten? Durch mehr Videoüberwachung. Das ist eine Antwort, die ständig diskutiert wird. Der frühere Berliner Justizsenator Thomas Heilmann, der treibt ein Volksbegehren voran, das Videoüberwachung gleich an 50 Orten der Stadt vorsieht. Dazu sollen kriminalitätsbelastete Orte, wie zum Beispiel der Alexanderplatz, aber auch Justizgebäude oder größere Fahrradparkplätze gehören. Insgesamt sollen gut 2500 Kameras für die Überwachung eingesetzt werden. Das ist der Plan des vor gut einem Monat gestarteten Volksbegehrens für mehr Videoüberwachung. Sie fordern außerdem, dass die gesammelten Daten nicht nur wie bisher 24 Stunden, sondern einen Monat lang gespeichert werden. Für den Erfolg der Initiative müssten in den nächsten Monaten 20.000 Unterschriften zusammenkommen. In einem zweiten Schritt wären dann 175.000 nötig. Unterstützt wird das Volksbegehren unter anderem von den Polizeigewerkschaften und dem Beamtenbund. Und hier ist der Initiator des Bündnisses, Thomas Heilmann. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Sie haben viele Argumente auf Ihrer Seite, vor allem natürlich das Bedürfnis der Leute nach mehr Sicherheit. Können Sie Sicherheit gewährleisten? Also erstens wissen wir ganz genau, dass Videoaufklärung Straftaten aufklärt. Sie alle kennen die Beispiele und es ist für die Opfer sehr wichtig, dass Straftaten aufgeklärt werden. Dieser erste Vorteil ist, glaube ich, gar nicht bestritten. Aber eben nicht verhindern, ne? Das ist ja immer jetzt kommt das Zweite. Auch das ist, da ist die Datenlage weniger klar. Deswegen machen wir ja auch so ein Forschungsinstitut, die Datenlage in den nächsten 5 Jahren auf solidere Basis stellen wollen. Aber wir haben eine Menge Indizien dafür, dass es auch weniger Gewalttaten gibt dort, wo es Videoaufklärung gibt. Es gibt zwei Typen von Tätern. Es gibt den planmäßig arbeitenden Täter und der lässt sich vom Video stark abhalten. Und es gibt den Affekttäter, der möglicherweise auch betrunken ist, der auch gar nicht nachdenkt und der denkt dann auch nicht darüber nach. Mhm. Und dazu haben wir uns eine zweite Maßnahme ausgedacht, das ist auch was ganz Neues, nämlich, dass der Computer analysiert live, ob da eine Straftat vorliegt. Der erkennt, da ist eine Gewalttat, dann ein Mensch, Alarm. Das ist ja wie im Film. Dann einen Alarm an die Polizeileitzentrale schickt und die Polizei dann reagieren kann. Erstens sofort einen Streifenwagen hinschicken und zweitens über Mikrofon oder über Lautsprecher dann den Täter ansprechen kann. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Das ist für das Opfer sehr entlastend, weil sie es weiß, okay, die sind alarmiert, die kommen jetzt. Das ist für das Opfer sehr wichtig. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir dann die weitere Ausführung von Straftaten auch verhindern können. Insofern, ja, es verhindert auch Straftaten. Der Gesetzesentwurf heißt ja Gesetz für mehr Sicherheit und Datenschutz. Jetzt hat sich die Datenschutzbeauftragte Berlins, Maja Smolcik, auch geäußert und hat eine ziemlich klare Haltung. Diese Vorlage des Bürgerbündnisses krankt schon daran, dass der Zweck nicht genau bestimmt ist, dass die Kriterien nicht genau bestimmt sind und dass eben eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung ermöglicht wird, die verfassungsrechtlich und europarechtlich gar nicht zulässig ist. Sie sagt also, es ist eine Mogelpackung, der Gesetzesentwurf, weil er mehr Datenschutz verspricht, aber mit dem Datenschutz eigentlich gar nicht vereinbar ist. Also sie sagt, es ginge europarechtlich nicht. Das ist ehrlich gesagt ziemlicher Blödsinn, denn wir haben in 15 von 16 Bundesländern geht das. Und niemand sagt, dass das in Hamburg und Bremen im Rot-Grün regiert und von denen auch eingeführt europarechtlich nicht geht. Wir machen es in Berlin in der U-Bahn und der S-Bahn. Warum soll das denn eigentlich in der S-Bahn europarechtlich zulässig sein, aber auf der Straße vor der S-Bahn-Station nicht? Okay, jetzt steigen wir nicht weiter ein ins Europarecht, was viele ja vielleicht nicht... Frau Smolcik getan, ohne dass sie mich überzeugt. Was viele ja vielleicht gar nicht wissen, was aber ganz interessant ist, es ist ja nicht nur die Bildüberwachung, sondern auch die akustische Überwachung mit angesprochen. Sie fordern die mit in Ihrem Gesetzesentwurf. Das heißt, wenn ich mit meinem Mann irgendwo Privatgespräche führe mit meinen Kindern, dann wird das mitgeschnitten. Das ist dann... Gemeint ist damit, dass wir nur die Atmosphäre mit aufnehmen und wenn jemand laut Hilfe schreit, dass das sozusagen, das ist ja kein Richtmikrofon, das sich auf jede einzelne Person richtet. Auf dem Alex sind mehr als 1000 Leute. Sie müssten ein Mikrofon... Also keine einzelnen Gespräche. Nein, es geht aber nicht um die einzelnen Gespräche. Was soll man mit der anstellen, um... Ja, weil sie über den Hergang, von Taten natürlich besser rekonstruieren können. Und
die Daten, die da überhaupt aufgezeichnet sind, auch die Bilddaten, werden nicht angeguckt, wenn der Computer nicht registriert, dass das mit einer Straftat was zu tun hat. Also wenn wir beide uns jetzt gepflegt auf einem Alex unterhalten, dann werden die Daten zwar kurz aufgezeichnet, aber der Computer signalisiert, das ist irrelevant für die Aufklärung von Straftaten. Und dann werden sie nicht angeguckt und auch nicht angehört. Insofern können sie mit ihrem Mann ganz beruhigt privat geschehen. Also kein überhaupt kein Lauschangriff. Kein Lauschangriff. Alles PC. Genau. Vielen Dank für die Information hier heute Abend, Thomas Heilmann. Ich danke Ihnen. Dankeschön.